So. Ey, guck mal, die Hose gibt's ja auch in meiner Größe. Ey, neue Stutzen, ich glaub's nicht. Ist ja damals, wie wo ich in St. Pauli gearbeitet habe. Damals in meiner Striptease-Bar. Da hatte ich auch hier mit so Strapsen, als ich jede Nacht noch getanzt habe damals. In meiner Jugend. Um mir das Geld fürs Studium zu verdienen. Hier zuerst mal das hier. Aber mit dem einen Bein, schlüpfen, ne? Mit dem einen Bein hier durch. Hier so? Genau. Und das andere Bein. Wunderbar, sitzt. Ich bin erstmal durch soweit. Man braucht schon ziemlich viel Beweglichkeit dann auch, um die, in die Klamotten reinzukommen. Also das ist nicht ohne, da kommt man schon das erste Mal ins Schwitzen. Das sieht ein bisschen so aus, so, ja, wie so ein Ritter, der dabei angezogen wird, seine Ausrüstung zu ziehen. Macht eigentlich ganz gut, so, wie er so steht und so. Ich bin mal gespannt. Perfekt. Stark, danke. Cool. Ist schon sehr anstrengend. Muss man sagen. Die schnellen Wendungen und so. Ist echt was anderes. Aber der Olli, der macht hier richtig gut drauf. Der hat, denke ich, mal gespielt. Der ist jetzt gerade mein Vorbild. Ja. Der hat früher bei den Berliner Eisbären auch mal in der Jugend gespielt. Früher manchmal ein bisschen gespielt in Berlin auf den Seen. Da war ja der Winter noch ein bisschen härter und da waren die Seen relativ schnell zugefroren. Da haben wir öfter mal gespielt. Nummer 20. Ich will einfach nur Schlägereien. Was denn jetzt mit uns? Was denn jetzt? Ja, komm! Nein, ja, komm! Hast du nicht für Schiri? Ja! Du gewinnst! Ja, ich schlag auf meine Mädchen. Ja! Anstrengend. Ohne Ende anstrengend. Also, die Bewegungen sind schon dem Fußball ähnlich, sag ich mal. Aber es wird halt alles extrem kompliziert durch die Kufen, ne? Und so, ah. Unterm Helm sieht man noch nichts. Wenn man irgendwas ins Auge kriegt. Es ist schon anstrengend. Machst du dir Sorgen um ihn, wenn man drüber nachdenkt, dass ihr vielleicht auch noch ein zweites Kind vorhabt? Er hat mir gerade erzählt, er hat einen Eierschutz bekommen. Also ist eigentlich alles gut. Ist so, ja. Noch ist alles gut. Ja, also es ist ja noch besser eigentlich als beim Fußball. Es wäre schon ganz gut, wenn das Ding hält, weil vielleicht wollen wir doch noch ein zweites Kind. Ich habe einen schönen dicken Sackschutz an und, und bin froh, dass ich auch heute dort nirgendwo getroffen wurde. Ja, aber ich denke, da ist noch alles im grünen Bereich. Trainer, Samstag möchte ich aufgestellt werden. Dass wir brauchen so gute Verteidiger mit guten Schuss zum Überzahl.
Mir ist egal, ich will einfach nur spielen langsam. Das kann nicht sein, dass der Trainer mich immer übergeht. Nach so einer Trainingsleistung muss ich spielen. Ich muss einfach spielen. Wer Leistung bringt, muss belohnt werden und das habe ich heute getan. Captain, du hast mir schon unter vier Augen gesagt, dass ich heute stark war. Olli sowieso, aber du hast mir schon gesagt, dass ich spielen muss. Aber könntest du den Trainer auch nochmal davon überzeugen? Man muss immer wieder seine Position verändern, man muss immer wieder in Bewegung bleiben, man steht eigentlich nie rum. Und das ist der Unterschied dann eigentlich zum Torwart auf dem Fußballplatz, der eigentlich schon viel Zeit hat, auch mal ein bisschen rumzustehen, sage ich mal. Ne? Okay. Dann viel Erfolg. Dankeschön. Ne? Sportfrei. Na, ich weiß nicht, wie viel das denn immer so ein Ding kostet. Ne? Das ist halt immer so eine Frage. Ne? Aber ihr seid ja ein Zweitligaverein. Ne? In Aue ist die Kohle da. Wir sind Erzgebirge. Schwippbogen und Räuchermandel.